Die Vereinslandschaft von Hettstedt soll gebündelt werden unter einer Art Dachverein. So schwebt es Bürgermeister Dirk Fuhlert vor. Zu einer Informationsveranstaltung bezüglich des neu zu gründenden Heimatvereins lud er am vergangenen Dienstag in den Ratssaal ein. Circa 50 Interessierte aus den verschiedenen Bereichen des Lebens der Stadt waren dieser Einladung gefolgt. Eine erste positive Resonanz, wie Bürgermeister Fuhlert findet. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz, die heute hier im Ratssaal zu verzeichnen war. Natürlich war mir klar, dass wir nicht Hunderttausende sitzen werden, aber es geht darum, einen ersten Schritt zu machen. Wir wollen den Verein erst gründen, wollen dann natürlich mit dem Verein Werbung machen, dass man Mitglied wird im Verein, Firmen finden, Vereine finden, Einzelpersonen finden, also Hedgerinnen und Hedger, die ja Mitglied werden, die das unterstützen wollen. Und dann wollen wir auch schauen, wie können wir die Arbeit gestalten. Und das ist ein Prozess, das, glaube ich, den macht jeder Verein durch. Das wird beim Heimatverein nicht anders sein, der sich dann Stück für Stück entwickelt. Dirk Fuhlert hatte sich schon einiges einfallen lassen, wie die Vereinsarbeit des Heimatvereins aussehen könnte. Dies stellte er den Anwesenden vor. Dabei betonte er immer wieder, dass es sich dabei um Vorschläge handelt und diese kein Muss sind. Seine Grundgedanken, noch einen Verein in der Stadt Hettstedt zu gründen, waren folgende. Ja, sicher, Hettstedt hat viele Vereine, aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir einen Verein haben, der als eine Art Dachverein fungiert, der dem Verein Hilfe gibt bei der Veranstaltungsorganisation und Durchführung, bei der Planung von verschiedenen Dingen, der natürlich auch Hilfe gibt, wenn es um Sachen geht, wie zum Beispiel Fördermittelbeantragung oder ähnliche Sachen. All das kann natürlich mit so einem Hilfeverein, so formuliere ich es einfach mal, besser realisiert werden. Das Ganze soll dann heißen Heimatverein Stadt Hettstedt. Und ich glaube, damit können wir also zum einen diese Schiene abdecken, zum anderen aber auch Veranstaltungen, die wir in Hettstedt haben, die vielleicht in Gefahr sind, nicht mehr durchgeführt zu werden, retten und auch festigen. Und ich denke, dass die Stadtverwaltung da auch eine Entlastung finden wird, weil wir natürlich als Kommune so klein sind, dass wir nicht in der Lage sind, komplett die Kultur hier zu steuern und zu lenken und zu leiten. Und da kann dieser Verein hoffentlich und wird hoffentlich Hilfe geben. Die Stadt selbst möchte dem Verein ebenfalls beitreten, um zum Beispiel verschiedene Fragen auf kurzem Weg klären zu können. Eine erste konkrete Aufgabe des Vereins steht schon jetzt auf dem Plan. Ja, natürlich. Also ganz wichtig ist natürlich ein Kind, was wir in Hettstedt hier schon seit, 15 Jahren schwanger tragen, nämlich einen Veranstaltungskalender in gedruckter Form. Es gibt ja den Online-Kalender bereits, aber in gedruckter Form noch nicht. Das vermissen viele Leute und den soll es nun endlich geben. Und diesen Kalender, den soll zukünftig der Verein also alle halbe Jahre herausbringen. Der erste Kalender wird also schon für das erste Halbjahr 2020 erscheinen, voraussichtlich Anfang Dezember. Mit ersten grundlegenden Informationen und Anträgen auf Mitgliedschaft verließen die Bürger nach einer knappen Stunde den Saal. Alle Interessierten sollten sich den 5. Dezember im Kalender vormerken. Ja, also wir wollen am 5. Dezember um 17 Uhr hier im Ratssaal die Gründungsveranstaltung durchführen für den Verein. Da kann man also auf jeden Fall hinkommen. Der ist erstmal offen für alle, wo also nochmal der Verein dann konkret vorgestellt wird, wo auch die Satzung nochmal konkret vorgestellt werden wird. Also 5. Dezember, 17 Uhr hier im Ratssaal. Ansonsten kann man natürlich auch mich ansprechen. Zunächst erstmal, bis der Verein existiert, wenn da Fragen existieren. Man kann sich also ein bisschen auch informieren auf der Homepage heimatverein.für-hettstedt.de. Für dabei mit Ü oder mit UE, geht beide Möglichkeiten. Das ist noch eine Art Fake-Homepage. Die Daten stimmen natürlich noch nicht ganz, aber was dort schon stimmt, da ist ein Entwurf von dem Verein, von der Vereinssatzung dort hinterlegt und auch einen Entwurf für die Beitragssatzung. Da kann man sich schon mal informieren, vorinformieren und kann natürlich also auch dann eine E-Mail abschicken, wo Fragen drinstehen.